The Sexiest Androids, sorry. 6. November 2038, 20.17 Uhr. Und das ist ein Sexclub von Androiden. Das finde ich irgendwie ein bisschen krank. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Na dann. Okay. Wird es das wohl sein? Los. Let's go. Scheiße. Wir verlassen das Auto ebenfalls. Die Hula-Tänzerin da ist süß. Neutrales Verhältnis zu Hank. Folge Hank machen wir gleich. Nachdem wir uns ein wenig umsehen. Aber hier gibt es nichts außer der Möglichkeit, Hank zu folgen. Deswegen, oh mein Gott. Das gerade war echt auch ein super Kapitel. Und sehr spannend und aufreibend. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Süß. Okay, wir kommen doch nicht vielleicht mit einer verkuppeln. Das wäre knuffig. Oh, das wäre cute. Und die sind hier so ausgestellt und man kann sich einfach einen wählen. Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm mal, Lieutenant. Den will ich haben. Der sieht asiatisch aus. Okay. Oh mein Gott. Ich finde das irgendwie... ein Afrikaner. Teilweise ist es total eklig. Und dann strippen die noch hier rum. Oh Gott. Ich fand ja gut, wie er jetzt Connor ermahnt hat. Übrigens, Gavin ist auch da. Oh toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Und hier gab es also einen Mord. Das heißt, ein Sex-Android hat jemanden ermordet. Aber warum? Was ist denn jetzt eigentlich meine Aufgabe? Folge Hank. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir ermitteln. Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Genau. Ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Also Herzinfarkt oder was? Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Hey! Nacht, Lieutenant. Arschloch. Das sind solche richtigen Arschlöcher. Im Gegensatz zu Hank, der einfach direkt sagt, er mag uns nicht und so. Aber ich glaube nicht, dass das ein Herzinfarkt war. Wir analysieren erstmal. Wow, hey! Oh, Connor, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Blut, okay. Das heißt, die Roboterin ist auch gestorben. Dann diagnostizieren wir sie mal. Schwer beschädigt beides. Biokomponenten und Selektor. Okay, Androiden untersucht. Wir untersuchen gleich das Opfer noch. Gibt es sonst noch hier was? Nein, dann das Opfer. Muss ich auf die andere Seite? Was zur Hölle ist mit dem Opfer passiert? Herzstillstand. Keine Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Vielleicht Gift? Schwere Blutergüsse. Würgemale. Ah, Todesursache ersticken. Verstorben. Graham Michael. Michael Graham. Um 18.24 Uhr. Er scheint sich... Was macht er da? Opfer wurde erwürgt, das ist ja schon klar. Ah, okay, wartet. Also die kommt von prinzipiell oben. Und erwürgt ihn. Okay, und die Androiden haben natürlich viel mehr Kraft. Das heißt, wären wir... Todesursache war kein Herzinfarkt. Nicht möglich. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Und dann merkt man, dass der andere Polizist so überhaupt nicht zu irgendwas taugt, wenn er sagt, ja, wurde erwürgt. Das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf.
Stimmt, das kann gut sein. Reaktivierung erforderlich. Oh, oh, oh. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Dann probieren wir das. Genug, um etwas erfahren zu können. Okay, wir haben eine Minute dann zur Befragung. Mal sehen. So, schließen wir die wieder kurz. Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er tot? Ja, ja, ja. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Scheiße. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Okay, ich weiß nicht, ob das Gespräch jetzt gut verlaufen ist oder nicht. Jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Suche nach Android-Augenzeugen. Okay, probieren wir das aus. Wir fangen an mit dahinten. Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal jeder. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel. Hm. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Brauche menschliche Fingerabdrücke. Okay. Das heißt, wir müssen gleich Hank mal Bescheid sagen. Ja, mehr gibt es ja auch nicht. Dann sagen wir jetzt kurz mal Hank Bescheid. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Okay. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Mhm. Und dann fragen wir jetzt einfach. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor. Wir haben was zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Ach, Connor ist so knuffig und es kommt so falsch an und er merkt es einfach nicht. Das ist so unschuldig. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Oh, süß. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Oh, wir können gucken, was sie gemacht hat. Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. War's das? Ich schätze mal, das war's. Das ist cool, dass er einfach so ihre Erinnerungen sozusagen rekonstruieren kann. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht.
Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Oh, na gut. Letzte Position. Hey, was soll ich mit dem? Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's. So, wir machen das einfach mal schnell. Ich kann jetzt auch nicht so viel quatschen. So, die tanzt hier sozusagen um die Stange. Da, Moment. Android zurück in den Club. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind die. Überall Androiden, verdammt. Da war die. Okay, dann suchen wir ihn. Okay, Moment. Die kann ich nicht besuchen. Dann ich die da. Die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. So, dann probieren wir dich mal aus. So, Moment, sie guckt nach unten. Strippt hier um die Stange und da war sie auch schon. Android ist in einem anderen Raum, okay. Android, vor allem Android. Komm, geh da rein, Connor, sehr schön. Da ist der Android. Wir probieren es mal mit dem hier hinten aus. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten 30, okay. Oh, Igitt, das ist... Nein, nicht Igitt. Nein, 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 das kann man so nicht sagen. Nein, hier ist nichts. Okay, der hat nichts gesehen. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Doch, ihr. Den wollte ich ja vorhin schon. Oh mein Gott, die Zeit wird knapp, glaube ich. Er sieht auch nichts. Sieht nichts, okay. Scheiße. Nein. Nicht so viel Zeit. 2 Minuten noch. Die da hinten probieren wir aus. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Der hat gar nichts gesehen. Scheiße, dann probieren wir den daneben. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Natürlich kam die vorbei hier. Da ist sie. Guck, da ist sie. In den blauen Raum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Moment, wir gucken nach der Zeit. 1 Minute 48. Oh mein Gott. Wo steht sie jetzt? Hier. Das heißt, wahrscheinlich hat der sie gesehen. Hoffe ich. Mir bleibt so wenig Zeit. Da liegt nur einer auf dem Boden. Ach, der war zur Tatzeit im Zimmer. Okay, dann bringt er uns ja gar nichts. Nein. Ich habe die Spur verloren. Okay, probieren wir dich hier aus. Oh, scheiße, wie viel Zeit? 1:18. Oh mein Gott, scheiße, das wird nichts. Da musst du auch echt Glück haben, die richtigen zu finden. Da, 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 da. Da hat sich in dem Raum versteckt. Okay, da rein. In diesem Raum da hinten. Da gehen wir hin. Oh Gott. Bitte nicht nochmal. Er hat das Zimmer verlassen. Jetzt er. Mann. Nee, er war ja nicht. Okay, weg da. Nein. Scheiße. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Okay, okay, okay. Bitte. Da war's, da war's, da war's. Oh mein Gott. Ist im Mitarbeitergang. Okay, okay, okay. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Oh Gott, wir haben es geschafft, oder? Mann, das ist doch Wahnsinn. Ab hier durch. Haben wir jetzt noch Zeitprobleme? Nein, wir haben ihn gefunden. Sehr schön. Sehr knapp gewesen, aber wir haben es hingekriegt. Ich übernehme das jetzt. Oh Gott, Connor ist so toll.
Oh, wir haben es hingekriegt. Ich bin so froh, dass das funktioniert hat. Oh, da ist sie, oder? Ist sie das? Oh, scheiße. Durchsuche das Lager. Ah, die wird sich totstellen, schätze ich. Haben wir eine Zeitvorgabe? Ich schätze nicht. Scheiße! Wir sind zu spät! Okay, wir werden jetzt einfach alles durchsuchen. Und vielleicht haben wir ja Glück und finden was. Ich muss mich mal kurz anders positionieren. War sie dort? Wo hat er denn gerade hingeguckt? Ah, Moment, hier ist blaues Blut. Ist das ihrs? Ich weiß nicht, das ist. Schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Da ist sie nicht dabei. Hat die sich hier versteckt? Da ist sie, na siehst du. Nee, 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 mein Fräulein. Keine Bewegung! Oh mein Gott. Ich bin Connor, ich bin stärker als du. Oh, das ist aber sehr sexy hier mit Connor. Oh mein Gott, wenn du meinen Connor umbringst, ich sag dir. Dann gibt's hier aber, da setzt es was. Woher hat die eigentlich das Messer? Vielleicht eine schlechte Idee. Vielleicht weiß sie noch was. Weil man hat ja bestimmt einen Grund, uns anzugreifen. Oh, 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 oh. Schnell, sie entwischen uns! Nee, 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 meine Fräulein. Du bleibst schon hier. So, und du lässt mich ganz konnt in Ruhe. Oh mein Gott, Connor. Scheiße, das habe ich verkackt. Oh Gott. Rechts und links. Lass mich in Ruhe mit der Tonne. Schießen verschonen. Dieser Mann erschlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Mhm. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. Ha. Oh, die tun mir auch so leid. Stellt euch mal vor, ja, ihr müsst das machen. Ihr müsst schon als Sex-Spielzeug benutzt werden, ja? Ihr habt nicht mal eine Wahl, wie der Typ aussieht. Und er kommt einfach zu euch und benutzt euch. Ihr kriegt dafür nichts. Der... Oh, ist das ekelhaft. Stellt euch das vor. Und dann ermordet ihr einfach vor euren Augen noch eure anderen. Die anderen. Und ihr wisst genau, ihr seid die Nächste, die erschlagen wird. Und
Und man denkt sich so, scheiße, was machst du jetzt? Du kommst nicht aus dem Zimmer raus, du bist ja gebucht und kommst du nicht weg. Und dann, oh mein Gott. Und dann denkst du vielleicht, du hast eine Freundin wie sie jetzt gerade und denkst, du willst zu ihr zurück und, oh Gott. Ich kann das voll nachvollziehen. Das Ende so, oh mein Gott. Und ja, ich habe die nicht erschossen, weil ich habe den Kampf gewonnen, klar, aber ich will sie nicht erschießen, weil das ist... Da können wir zwar die andere festnehmen, aber wir hätten nichts aus ihr rausbekommen, glaube ich, wenn wir ihre Freundin umgebracht hätten. Und wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, der hier auf Gewalt setzt und der total dafür ist, so die wirklich zu umzubringen. Androidenvorrat untersuchen, blaues Blut analysieren. Ach, ich hätte hier noch total viel machen können bei der Suche nach Tracy. Ich hätte wahrscheinlich unheimlich viel Zeit gehabt. Aber naja... Naja, nee. Nee. Oh, es war aber auch wieder mit der Zeit. Wenn die Zeit runterläuft und du nur noch weißt, ich habe noch eine Minute Zeit, ansonsten habe ich verkackt, ist scheiße. Und, oh Gott, war das jetzt auch packend mit den... Ja, ich könnte mir nicht vorstellen, Sex-Androiden... Stell euch vor, ein Sex-Androide zu sein, das ist doch grausam. Also wenn du nichts fühlst, ist ja egal, aber so... Oh Gott. Oh mein Gott. Dafür finde ich eigentlich überhaupt keine Worte mehr. Naja, aber ich werde es jetzt im Outro trotzdem nochmal probieren. Ich fand es wirklich echt krass, so was den Androiden halt angetan wird und dass die beiden halt zusammen waren und so, wo sich irgendwie verliebt haben. Lesbisch sind vor allem, was ja sonst schon bei den Menschen zur Zeit auch sehr verwunderpiepelt war. Und das jetzt noch als Android, das ist echt wow. Was da alles so reingesteckt wurde. Und ich habe die beiden nicht erschossen, weil ich darin keinen Sinn gesehen habe. Ich meine, Connor kann kämpfen. Die hatten keine Waffe. Warum soll ich ballern? Wenn die mich angreifen, dann kann Connor zurückgreifen. Und zur Not hätte ich auch noch Hank gehabt. Und Hank scheint ja über den Umstand, dass wir nicht geschossen haben, auch sehr friedlich zu sein. Denn er hat uns nicht... er hat so gesagt, war sogar besser so oder so. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich besser, wenn wir die nicht umgebracht haben. Die können zusammen abhauen, jetzt ihr Leben führen. Hoffentlich werden sie nicht verfolgt. Aber wenn wir sie nicht verfolgen, wahrscheinlich nicht, denn wir sind ja die Detroit Police. Und ja, dass es mit Hank ein bisschen besser gelaufen ist, ist halt sehr gut. Dass wir halt jetzt, ich glaube, sogar Freunde sind oder so. Also jedenfalls uns näher stehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir die nicht umgebracht haben, finde ich extrem gut. Bin ich ein bisschen stolz, dass das halt nicht so schlimm gelaufen ist. Und ja, ansonsten war eigentlich alles bisher ganz gut. Dieses Kapitel fand ich auch sehr gut und sehr spannend. Ich mag das Wort gerade, ne? Also ich fand es sehr spannend. Gerade halt jetzt auch, na gut, die Zeit ist wieder abgelaufen und sowas hasse ich ja. Es war auch sehr knapp. Ich denke mal, auf die letzten 10, 20 Sekunden kam es dann an. War sehr knapp, aber ich habe es ja hinbekommen. Zwischendurch hatte man dann also enormen Zeitdruck und dachte sich, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich will das nicht, ich will da nicht scheitern, ich will das hinkriegen. Aber ich denke, das habe ich dann letztendlich ganz gut gelöst. Wir haben es ja hinbekommen und wir haben auch den Abweichler gefunden, beziehungsweise die beiden, und die konnten dann fliehen. Also ich denke, das ist Best Ending von der Episode. Und ja, mit Hank verstehen wir uns auch besser, das, was ich halt die ganze Zeit schon wollte. Also bin ich ganz froh, wie die Episode mal diesmal gelaufen ist. Eine der wenigen Episoden, wo ich wirklich stolz bin, wie ich mich entschieden habe. Nicht so wie in den anderen, wo man sich dann denkt, scheiße, da hast du dich ein bisschen falsch entschieden. Aber gut, an sich, im Großen und Ganzen läuft es doch eigentlich. Ich finde, ich hatte schon ein paar Fehler, wo ich mir dachte, hättest du vielleicht nicht so machen sollen. Aber ich hatte noch keine schwerwiegenden Fehler, was ich mir halt viel schlimmer vorgestellt habe. Ich hätte mir gedacht, ich lasse jeden Hauptcharakter gleich in der ersten Möglichkeit sterben. Aber so schlimm lief es dann doch nicht. Also scheint das ganz gut bisher zu laufen. Genau. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Detroit Become Human wieder. Dann bis dahin, macht es gut. Ciao! My name is Kara. My name is Connor. My name is Marcus. This is our story.